Einheiten. Verdächtige greifen gepanzertes Fahrzeug an. Bitte in die Bowery. Hey, before you go, can you sign this for my kid? Officer, bitte nach Auto und Ver... Hey, bin den Berichten nachgegangen über Dämonen. Damit habe ich gerechnet. Waren recht fleißig diese Nacht, haben viele von Fisks Immobilien besucht. Sie sind hinter Fisk her? Alle Achtung! Denkst du das gleiche wie ich? Brodelnder Bandenkrieg? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wurden alle Fisk Immobilien diese Nacht angegriffen? Mal sehen. Die Patrouille hat Aktivitäten an einer seiner Werften in Postzeit gemeldet. Danke, Yuri. Ich schau vorbei. Hey, Yuri! Wofür braucht Fisk eigentlich die Werft? Keine Ahnung. Ich schicke einen Beamten zu dir. Er heißt Jefferson Davis. Das ist sein Revier. Er ist ein guter Cop. Arbeitet schon Jahre am Fall Fisk. Wenn jemand weiß, was an der Werft vor sich geht, dann er. Einheiten in Alarmbereitschaft. Mögliche Entführung. Alle Officer nähe Madison, bitte zum Tatort. Nachricht von Doc. Peter, vielleicht war es vorschnell, Ihnen zu einem anderen Job zu raten. Ich habe einen Plan. Geben Sie mir etwas Zeit. Vielleicht erfinden wir doch weiter. Ihr unbezwingbarer Otto Octavius. Das ist großartig. Hoffentlich klappt es. Verstanden, Boss. Sicherheit verdreifacht. Die Dämonen werden nichts anfassen. Hört zu! Die Dämonen greifen unsere Verstecke an. Haben schon zwei verloren. Der Boss ist im Knast, aber das heißt nicht, dass man sich seinen Besitz krallen kann. Melden Eagle 2 auf Position. Hier Eagle 2. Alles im Blick. Hinter welchen Verstecken sind die Dämonen her? Ich muss Fisks Männer ausschalten und herausfinden, was sie bewachen. Was immer es ist, es darf nicht in Fisks oder die Hände der Dämonen gelangen. Überall Scharfschützen. Um die muss ich mich zuerst kümmern. Während sie jetzt für schwach hält, steht soll nichts kommen. Ein Punkt wählen und drumherum versammeln. Hier liegt viel Müll rum. Ein gut platziertes Netz wäre eine. Die reden ständig von Ausrüstung. Was bewahrt Fisk hier auf? Der Boss das Gelände schon. Sieht alt aus. Nur ein Jahrzehnt oder zwei. Ist vorher schon durch viele Hände gegangen. Da war was. Schlaf schön. Hätte ein Sudoku mitbringen sollen.
Hallo? Hat dich überrascht, was? Die ganze Werft ist wie ein Minenfeld. Sprengfallen aus jedem Jahrzehnt. Versiegelt sich nicht. Der Schütze wird bewacht. Muss sie trennen und ausschalten. Jetzt war die Überprüfung fertig. Wir arbeiten noch dran. Die Karten sind entsetzt. Wie Hieroglyph? Dann übersetzt sie. Ich will das abschließen, damit wir die restliche Ausrüstung im Keller unterbringen können. Jawohl, Sir. Wird gemacht. Oh, mein Rücken. Hey, ich hab dich gesehen. Aufgepasst, ich sehe ihn. Du bist nicht unverwundbar. Halt ihn doch endlich ab. Das wird wehtun. Kann man diesen Typen aufhalten? Gefällt dir das, Spider-Man? Los, Fist bringt uns um, wenn wir nicht ausschalten. Schnappt ihn euch. Oh, Mist, Achtung. Keine Chance, Kumpel. Dafür schieße ich dir den Kopf weg. Es ist ja so, Zivilisten dürfen nicht einfach Durchsuchungen durchführen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich eine Befugnis. Also, wie wär's mit einer völlig legalen Durchsuchung? Ich finde, das klingt gut. Wie heißen Sie? Officer Davis. Nenn mich Jeff. Und du bist? War doch nur Spaß. Mein Sohn ist ein großer Fan. Also, umfasst die Befugnis Aufbrechen von Türen? Nicht ohne viel zusätzlichen Papierkram. Okay, dann muss ich anders da rein. Irgendwo muss es hier doch ein Loch in der Wand oder ein kaputtes Fenster geben. Sieh hinten nach. Ich würde selbst gehen, aber ich bin nicht Spider-Man. Ich fühle mich wie im Horrorfilm. Hallo? Irgendwelche zornigen Angler mit Haken hier? Okay, wo ist die verschlossene Tür? Jeff, sind Sie da? Ich verkneif mir gerade alle Klopp-Klopp-Witze. Nett von dir. Siehst du den Anschlusskasten für die Tür? Ja, gefunden. Bei einer Überlastung müsste die Tür aufgehen. Ich arbeite an einem elektrischen Netz. Das ist der perfekte Feldversuch. Nicht bewegen! Das Elektronetz ist super! Bastler, was? Erinnerst mich an meinen Sohn. Hat mit 5 den Fernseher auseinandergenommen. Jetzt entsperrt er die Handys von Freunden. Hört sich an, als könnte er mir eine Menge beibringen. Okay. Nichts Illegales zu sehen. Fast enttäuschend, was? Auf den ersten Blick. Sehen wir uns mal um. Suchen wir was Bestimmtes? Die Werft ist schon lange hier. Wurde früher von Schmugglern benutzt. Verstehe. Die Typen mochten ihre Geheimräume. Probier das mal. Hört sich hohl an? Ein verstecktes Bedienfeld, wie bei der anderen Tür. Die Kabel gehen hinten raus. Suche einen weiteren Anschlusskasten. Mal sehen, ob meine Linsen die Leitungen erfassen. Hat's funktioniert? Nein. War wohl der falsche Kasten. Such weiter. Danke. Die hätte ich nie alleine aufbekommen. Hey, ich hätte sie ohne sie nie gefunden. Wir haben rein gar nichts.
Wo ein Geheimraum ist, könnten auch mehrere sein. Ist dir was am Boden aufgefallen? Aha. Sie können die Türen verstecken, aber nicht die Kratzer. Halte die Augen nach weiteren offen. Da ich jetzt weiß, dass ich Kratzer suchen muss, sollte ich mich nochmal umsehen. Treffer! Kratzer, keine Tür. Zumindest sehe ich keine. Prima, komme sofort. Vielleicht auch nicht. Der Aufzug ist kaputt. Warten Sie, ich ziehe Sie hoch. Erster Stock. Verrostete Maschinenteile, stinkende Ratten. Achtung, die Brücke ist kaputt. Ich schaffe das. Hey, gute Landung und so. Wir futtern nicht alle Donuts. Schon gut. Noch eine Geheimtür. Ich breche das Schloss auf. Melde dich, wenn du den Anschlusskasten findest. Ja, bin dran. Ist sie offen? Nein. Muss mit einem anderen Kasten verkabelt sein. Gefunden. Perfekt. Das kann man so sagen. Hey, sieh dir das an. Nichts. Vielleicht will Fisk mich damit nur an der Nase rumführen. Aber sieh dir die Wände an. Sie haben hier Waffen aufbewahrt. Die haben sie nicht durch die Vordertür rausgeschafft. Wir müssen einen Durchgang verpasst haben. Sieh dir die Wand an. Vielleicht geht's irgendwo zu einem anderen Bereich. Fisks Männer sprachen von einem Keller. Vielleicht sind wir nah dran. Bestimmt. Sieht nach einem dualen Schaltkreis aus. Such den zweiten Anschlusskasten. Gefunden. Geschafft. Sie hatten recht, Jeff. Falltür. Fantastisch. Kannst du mir helfen? Das Ding ist schwer. Eins, zwei, drei. Das ist ganz schön gruselig. Vielleicht ein alter Schmugglertunnel. Und seit Al Capone hat hier niemand mehr sauber gemacht. Dicker Betonklumpen im Weg. Ich komm nicht durch. Mal sehen, wie das von oben aussieht. Hier lässt sich was machen. Moment. Was war das? Vielleicht die Subway. Beeilung, hier ist alles instabil. Okay, das war definitiv keine U-Bahn. Nein, hörte sich an wie Sprengstoff. Und das klingt nach Dämonen. Raus da, schnell! Na dann, los geht's! Verdammt, die Dämonen sind weg. Wie konnten sie entkommen? Muss eine Hintertür geben. Such sie. Das ist ein verdammtes Waffenlager. Oder war eins? Den eingezäunten Raum haben sie nicht aufgebrochen. Zu viel. Da! Sie haben die Schlösser gesprengt. Sch! Dämonen. Bleiben Sie hier. Oh nein. Wir werden sie nur zu zweit kriegen. Und mit denen. Sie wollen weg. Los jetzt. Schnapp sie! Halt! Stopp die Laster! Sie sind verhaftet! Könnt ihr uns haben? In Deckung! Genau das meine ich! Ich mache einfach nur meine Arbeit.
Achtung! Schieße! Deckung! Jetzt geben Sie einfach nur an! Sagt der Kerl, der Kugeln ausweicht. Neutralisiere ihn! Nachladen! Ich bin ein bisschen beeindruckt. Such weiter. Hinter dir! Gib die Rückendeckung! Danke, kam gerade richtig. Deckung, ich krieg ihn lahm. Exaktes Timing. Wie sieht's aus? Ich glaub, wir gewinnen. Alles okay? Lauf! Ich komm nach! Wenn ich an einem Tag zwei Laster voller Schützen verliere, sollte ich mit dem Job aufhören. Viel besser. Die Typen sind überall. Sie töten jemanden, wenn ich sie nicht aufhalte. Versuche aufzuschließen, aber vielleicht musst du es alleine schaffen. Gehen Sie kein Risiko ein, Jeff. Keine verrückten Sachen. So weitergeht, werden Schaulustige getötet. Ich muss näher ran. Hey Jungs, Lust auf mehr? Lang nicht gesehen. Ich komme mir langsam unerwünscht vor. Station. Und wieder da. Jetzt fährt die drei plötzlich pünktlich. Ugh.
Beim fraglichen Officer handelt es sich um Jefferson Davis. Uns wurde gesagt, er sei nur leicht verletzt und werde sich schnell vollständig erholen. Verzeihung, Miss, dürfen Sie überhaupt hier sein? Eher als du. Nach der Sache im Auktionshaus muss ich jetzt Aktuelles machen. Das heißt, ich konzentriere mich auf echte Stories wie diese. Und die Dämonen. Du weißt, je näher du ihnen kommst, desto eher wirst du zur Zielscheibe. Je näher ich komme, desto eher können wir sie stoppen. Wir? Officer Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Kein Kommentar. Das kann ich verstehen. Aber die da werden ihre Story auch ohne sie erzählen. Und sie lieben Kontroversen. Und ihr Blickwinkel? Ich hab keinen. Ich höre nur zu. Okay. Daumen rein. Sie ist gut. Bin ich kaputt. Ich gehe nach Hause und schlafe etwas.